So Leute, sind wir bei einem neuen Video, diesmal etwas anderes. Und zwar habe ich den guten Thoys von Thoys vs. The Metagame eingeladen, hier auf meinem Kanal ein Deck von sich vorzustellen, was er vor zig Jahren schon gespielt hat. Deswegen seht ihr auch schon oben im Titel Oldschool, diesmal ein bisschen außerhalb der Reihe. Wenn ihr Thoys noch nicht kennt, Thoys macht einen super, super coolen YouTube-Channel, auf dem ultra viel Magic Arena Content kommt. Das ist egal, ob das Standard ist, On a Budget oder auch Brawl. Es sind immer wieder Decktags dabei, es sind immer wieder Gameplays dabei, alles zusammen in Videos. Großartig. Und wenn ich sage, dass dieser Mann 120% gibt, ist das wahrscheinlich noch untertrieben. Schaut euch die Qualität an, die dieser Mann in den Tag legt, den Enthusiasmus. Dieser Mann ist großartig, hat mega Spaß an dem, was er tut. Deswegen geht rüber, zeigt ihm ein bisschen Liebe. Wenn ihr euch für Arena interessiert, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Ich werde am Ende vom Video auch noch kurz was dazu sagen, aber jetzt würde ich sagen, bevor alle Leute rüber zu Thoys rennen und ihn abonnieren und seine Sachen gucken, bleibt hier, der Thoys hat auch was mitgebracht und wir gucken uns jetzt mal das Oldschool-Deck vom lieben Thoys an. Wir lassen heute die Pest los und verteilen sie auf die Kreaturen des Schlachtfeldes, nur dass unsere Untoten dem Wahnsinn standhalten werden, regenerieren oder einfach aus dem Friedhof wiederkommen werden. Das Ganze in einem Oldschool-Deck, was ich selbst 1996-97 viel gespielt habe. Alle Karten sind aus der 4. Edition und Ice Age. Wir spielen also Mono-Schwarz und lassen es mit unseren fast unsterblichen Kreaturen so richtig krachen. Das Herzstück des Decks sind 4 Kopien vom Schwarzen Tod. Eine Verzauberung für 4 Mana, die es uns erlaubt, beliebig viel schwarzes Mana hineinzuversenken und dann allen Spielern und Kreaturen auf dem Schlachtfeld so viel Schadenspunkte zuzufügen. Also ein Boardwipe in Verzauberungsgestalt. Der Nachteil, sollte am Ende des Zuges keine Kreatur mehr auf dem Spielfeld sein, verlässt der Schwarze Tod das Spiel. Das darf also nicht passieren und genau hier kommen unsere Kreaturen ins Spiel. Direkt der erste Klassiker, nämlich das Heer der geplagten Skelette. Es ist super günstig und mit der Regeneration, also dem Vorläufer der Unsterblichkeit, auch gut gerüstet, unserer Verzauberung ein bisschen zu widerstehen. In der gleichen Kategorie ist da auch die Knochenmauer, die auch Regeneration hat und uns in den ersten Runden vor Angriffen beschützen wird, bis wir bereit sind, das Board abzuräumen. Sterben viele Kreaturen, so bekommt der Leichenflatterer dafür jeweils eine Marke und kann sich sogar ohne Mana jederzeit regenerieren. Das Will-o'-the-Wisp ist günstig und ist unsere einzige Kreatur im Deck, die auch Flieger blocken könnte. Alle anderen müssen wir ja eher frühzeitig mit unserem Boardwipe vom Spielfeld räumen. Der Niederschatten ist zwar klein, kommt aber automatisch aus dem Friedhof zurück, wenn 3 Kreaturen über ihm liegen. Und das kann der Ashen Ghoul genauso. Nur dass er nicht nur kräftiger ist mit seinen 3-1, sondern auch kein Beschwörungstrauma hat. Kommen wir zu der letzten Kreatur, die wir noch drin haben, nämlich die Toten aus Kjeldor. Deutlich aggressiver als das Heer der Skelette, mit 3-1, wir müssen jedoch eine Kreatur opfern, wenn sie ins Spiel kommen. Aber das machen wir doch gerne mit einem Niederschatten oder, wenn es sein muss, mit einem Ashen Ghoul. Der Bad Moon verstärkt unser Heer der Toten um +1/+1. Um gezielt besonders große Brocken des Gegners zu erledigen, die wir mit unserem Schwarzen Tod halt nur mühsam entfernen, spielen wir einen weiteren absoluten Klassiker, nämlich den Terror. Und die richtig guten Kreaturen des Gegners holen wir dann mit der Belebung der Toten einfach wieder zurück und rüsten unsere eigenen Reihen damit auf. Als absoluten Abräumer spielen wir dann noch eine Kopie von Nevin Nirals Wunderscheibe. Die vernichtet nicht nur alle Kreaturen auf einen Schlag, sondern auch noch alle Artefakte und Verzauberungen. Da es nur ein Mana zum Aktivieren kostet, haben wir dann noch genug Mana frei, um alle anderen unserer Kreaturen auf einen Schlag zu regenerieren. Da jeder Einsatz des Schwarzen Todes auch uns beschädigt, müssen wir dafür sorgen, mehr Lebenspunkte zu haben als der Gegner. Mit dem Seelennetz können wir genau das erreichen. Damit können wir bei jeder ablebenden Kreatur noch einen Lebenspunkt ziehen. Als letzte Karte haben wir für die besonders brenzlichen Situationen den Schwarzen Ritus drin. Immer wenn wir eine Mana-Spritze brauchen, um viele Kreaturen auf einmal zu regenerieren, oder Lebenspunkte zu erzeugen oder einfach das Spiel mit besonders viel Schaden durch den Schwarzen Tod zu beenden, kommt der genau richtig. Die Mana-Basis ist mit 24 Sümpfen für die günstigen Karten, die wir spielen, relativ groß.
Das Regenerieren unter Einsatz vom Seelennetz und dazu dann noch auch den schwarzen Tod frisst aber viele Ressourcen und da ist das ein oder andere Land mehr halt ganz gut platziert. Kurz auf den Punkt gebracht versuchen wir diesem Deck, einen schwarzen Tod aufs Spielfeld zu kriegen, dann immer wieder kontinuierlich alle Kreaturen abzuräumen, aber dabei unsere Kreaturen mit Regenerationsfähigkeit oder anderen Wiederbelebungseffekten immer wieder zurück aufs Spielfeld zu holen oder halt dort zu lassen, damit der schwarze Tod niemals das Spielfeld verlässt. Und so kontrollieren wir die Spielfläche und versuchen dann Runde um Runde mit unseren kleinen Kreaturen den Gegner richtig gen Null zu drücken. Und der schwarze Tod macht auch noch genug Schaden und solange wir einen Lebenspunkt mehr haben als der Gegner, gewinnen wir dann hoffentlich irgendwann das Spiel. Und das war's auch schon mit der Decktechnik, die ich hier bei Blacky vorstellen durfte. Wenn euch diese Decktechnik gefallen hat, dann schaut doch auf meinem Kanal hier vorbei rechts. Ich fokussiere mich dabei nicht auf die stärksten Metadecks, sondern eher auf die tausenden verschiedenen Stile, wie man Magic spielen kann und vor allem, wie man damit grandiosen Spaß haben kann. Dort schauen wir uns dann nach jeder Decktechnik direkt in Arena-Spielen an, wie das Deck so performt und in Aktion aussieht. Ich hoffe, euch hat diese Vorstellung gefallen und lasst uns einen Daumen hoch da. Das hilft dem Kanal und vor allem auch dem Video und der ganzen Sichtbarkeit. Und wenn noch nicht geschehen, dann lasst MTG Blackset doch direkt ein Abo da, damit ihr kein weiteres Video verpassen werdet. Und damit verabschiede ich mich und hoffentlich bis bald. Danke, Zoe, fürs Mitbringen dieses Decks, dafür, dass du auf meinem YouTube-Channel außerhalb der Reihe ein Deckdeck gemacht hast. Danke, danke dafür. Ich freue mich immer wieder, wenn Leute ihre eigenen Decks mitbringen, zeigen können. So, hey, das spiele ich, das finde ich ganz cool, das habe ich damals gespielt, das spiele ich heute. Großartig, wunderschön. Ich hoffe, in der Zeit, wo ihr das Video habt laufen lassen, habt ihr auch kurz beim lieben Zoe reingeschaut. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, spätestens am Montag solltet ihr reinschauen. Da bin ich beim lieben Zoe und dann kriegt ihr was ihr auf dem Channel in den letzten Wochen ein bisschen bekommen habt, aber eben eigentlich nie bekommt. Und zwar Arena-Gameplay. Ich habe mich beim lieben Zoe mal hingesetzt und habe ein Deck, das ich in Paper besitze, ein Standard-Deck, was ich in Paper besitze, nicht nur ein Deck gemacht für ihn, sondern eben auch ein bisschen in Arena gespielt, ein paar coole Matches aufgenommen tatsächlich. Deswegen geht schon mal rüber, abonniert den Kanal vom lieben Zoe, dann verpasst ihr auch nicht, wenn ich da bin und ihr habt einen coolen Kanal abonniert. Dementsprechend macht ihr dabei nichts falsch. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.